Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back bei einer neuen Folge von einem Black Ops 2 Live-Commentary. Ich denke, es ist mal wieder an der Zeit. Findet ihr nicht auch, dass ich mal wieder ein Video mache? Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich ein Video gemacht habe und ich habe da gar nicht so wirklich drauf geachtet. Weil ich hab's einfach vergessen, ich war mentalisch schon so sehr beim nächsten COD, dass die Zeit auf einmal so extrem schnell vergeht. Aber ich will auf jeden Fall wieder mehr machen. Ich hoffe, es gibt noch Leute, die mich mögen. Aber ich mache täglich, oder ich habe natürlich täglich auf meinem Let's Play-Kanal Videos gemacht. Zwei Stück mache ich immer noch täglich. Um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Aber ich versuche trotzdem auf jeden Fall hier mehr zu machen. Auf jeden Fall. Weil das Problem ist immer, wenn man CODler ist und man muss ja jedes Jahr auf neues COD warten. Und wenn dann dieses eine COD nicht den Erwartungen so entspricht, dann verliert man so, naja, nicht die Motivation, aber man wird traurig, weil man muss wieder ein Jahr warten. Aber ich denke, das kennt jeder CODler. Das ist der Nachteil, wenn man CODler ist. Aber ich hoffe, ich kann wieder ein paar Gegner pwnen. Ich hoffe sehr. Aber ich freue mich, wieder back zu sein. Das fühlt sich gut an. Auch wenn ich so ein bisschen vergessen habe, wie man kommentiert irgendwie. Also ich muss wieder reinkommen. So, wenn man einmal drin ist, dann... Oh, wow, wow, wow. Ja, das war klar. Sowas verliere ich natürlich. Er hat aber auch die beste Waffe, glaube ich. Ich werde extrem schnell sauer, wenn ich am Anfang gleich verliere. Obwohl es wahrscheinlicher ist, als wenn ich länger spiele. Da ist einer. Ah, verdammt. Wer killt mich jetzt? Komm schon, zeig dich. Mein Gott, ich hasse ihn extrem mit seiner... Scheiße, oh. Sehe dich, vielen Dank. Aber wenn hier niemand reinkommt, dann habe ich keine Ahnung. Vielen Dank für deine... Von der Munition! Oh Gott, ich habe Angst vor dem Typen. Der Typ ist echt gruselig. Die kommen alle hier rein. Alle! Oh mein Gott, von da hinten. Oh, da hinten, ich sehe dich. Ich muss wieder reinkommen. Tut mir leid für mein Aiming so ein bisschen. Wow, mein Aiming ist das Schlechteste. Ah! Oh mein Gott, Jesus! Ich bin wieder drin mit der Spannung. Ich muss wieder reinkommen. Ein bisschen. Es ist so komisch, wenn man... Oh mein Gott, da hinten! Ich sehe dich! Hör auf damit! Ich wusste es! Dieser Bastard, ich konnte ihn nicht treffen. Ich bin so angespannt nach so langer Zeit. Ich muss wieder reinkommen. Für mich... Oh, was macht der Typ dort? Oh mein Gott, oh mein Gott, von wo? Ich habe die Killcam... Ich sag schon Webcam. Die Killcam aus Versehen weggeskippt. Hat er eine Sniper? Nee, der hat irgendwas anderes. Ich mag die Waffe, ich liebe die Waffe. Da hinten. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe da hinten. Die sind nur am Campen, diese Missgeburten. Jesus, vielen Dank für den Kill. Da hinten kommt auch... Ja, ich habe das Gefühl von hinten... Ah! Jesus! Wow, nein! Ich habe durch ihn... Oh, Mann! Ich habe ihm so viele Hitmarken gegeben. Ich will mein erstes Spiel hier wieder gewinnen, auf jeden Fall. Also, ich gewinne ja meistens frei für alle Spiele. Aber es gibt auch Momente, wo ich sogar verliere. Ich bin sicher, die meisten von euch sind auf jeden Fall besser auch als ich. Aber es ist halt eine Übungssache nur und ich versuche wieder reinzukommen und viel besser zu werden. Weil das ist, was ihr hier seht, das ist immer so ein Naturskill, sag ich mal. So dieses standardmäßige COD. Der standardmäßige COD-Skill, den ich habe, weil ich schon so lange COD spiele. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Vor allem, so kann ich dieses Road to Nuclear auch nicht anfangen. Ich muss mich vorher ein bisschen aufwärmen. Vielleicht noch ein Livestream oder sowas vorher machen, keine Ahnung. Vielen Dank für die Drohne, du Loser. Das ist nice. Okay, lass mal schauen, wo die sind. Ich mag die Waffe, die ist nice. Ich mag die Camo. Oh, der Typ campt da hinten wieder, glaube ich. Ah ja, natürlich campt... Wow, die versammelt sich ja hier extrem. Nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, ich muss mir auf die Drohne achten. Ich bin zwar am Gewinnen, aber ich fühle mich so unsicher irgendwie. Vielen Dank für den Kill. Nein, hör auf damit! Nice, 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 nice. Naja! Oh mein Gott, Jesus! Hör auf damit, alle! Oh mein Gott, hinter mir... Oh, wow. Live-Commentary sind so intensiv. So intensiv habe ich sie gar nicht in Erinnerung. Holy fuck. Aber ich finde es gut. Ich finde, das macht Spaß irgendwie wieder, nach längerer Zeit zu spielen. Es ist nicht mein erstes Match. Habe ja gestern schon aufgenommen, kurz, aber es ging dann nicht. Vielen Dank. Oh, das liebe ich immer. Wenn ich um die Ecke komme und die dann töte... Nein! Das dachte er sich wahrscheinlich auch. So, vielen Dank. Nice. Das Doppelte an Punkten als Gegner. Das ist schon mal ein guter Anfang, das gefällt mir. Dich habe ich gesehen. Schaut euch mal diese Call of Duty Instinkte an. Oh nein, 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 bitte tu mir nichts. Lass uns Freunde sein. Ich hoffe, er will mit mir befreundet sein. Bitte, oh. Ah,
Okay, okay. Was für ein Score haben wir? 19 zu 7. Ich würde sagen, es ist ganz in Ordnung für den Anfang. Bis jetzt. Hier campt hundertprozentig einer, das weiß ich. Ist aber auch logisch. Gestern das Gameplay, das ich aufgenommen habe, das war gut. Das war wirklich gut. Na, seht ihr? Ja. Das ist eine Schwäche, die ich immer hatte, schon immer. Und zwar fällt es mir schwer, richtig viele Gegner hintereinander zu besiegen. Weil ich immer dann so aufgeregt bin, vor allem wenn ich nach so lange nicht mehr gespielt habe. Aber das geht weg, das geht automatisch weg, wenn ich... Wenn ich mehr wieder spiele. Dann geht es automatisch weg, diese Aufgeregtheit. Na, ah, komm schon. Nice! Oh, wow, wow. Oh, wow, nice. Ich bin immer noch am Führen. Ziemlich am Führen sogar, wow. Also ich aber ab und zu mal komme ich mit Leuten in die Lobby, die richtig, richtig, richtig gut sind. Die richtig, richtig, richtig gut sind. Aber die meiste Zeit komme ich halt mit durchschnittlichen Leuten in die Lobby, so durchschnittlich gut. So. Und wir, also die meisten von uns, die YouTube und sowas schauen, die sind besser als der Durchschnitt. So, weil wir halt YouTube schauen und wissen, wie das Spiel funktioniert. Deswegen fällt es uns nicht so schwer, hier irgendwas zu reißen oder eine Nuklear zu bekommen. Nice. Noch 4 Kills, dann haben wir es geschafft. Das ist nice, fühlt sich wieder gut an zu gewinnen. Ich mag es zu gewinnen. Vielen Dank. Eine Drohne. Der Typ gibt auf jeden Fall, oder auch nicht. Drohne nähert sich. Nice. Drohne, immer noch die beste Killstreak, die es gibt. Wer kann mir dazu stimmen? Hebt seine Hand hoch. Ich heb meine Hand hoch. Was? Liegt der da? Wo ist der? What the fuck? Gib mir das. Ja, nice. High five. Psst. Wow. Das war ein cooles Live-Kommentar. Ich hab's gemacht. Das hat Spaß gemacht. Es war wieder ein Live-Kommentar, um einfach wieder reinzukommen. Es tut mir leid, dass es nicht so gut war wie die andere, sag ich mal. Aber ich muss wieder reinkommen. Es ist nicht so einfach. Wir haben es geschafft. Nice. Fühlt sich gut an, das erste Spiel wieder zu gewinnen. Gewinnen ist nichts ultra tolles in COD. Also es fühlt sich immer gut an, wenn man gewinnt, aber es ist nichts so ultra tolles. Aber nach langer Zeit, wenn man wieder gewinnt, das fühlt sich richtig gut an. Okay, ich werde das Video vorher, dass mir hier stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig wie badass du bist und like dieses Video. Und ich werde auf jeden Fall in Zukunft wieder mehr Videos machen. Später, wenn ich mich bereit dazu fühle, werde ich auch Upload-Zeiten haben, wo ich dann bestimmte Sachen uploade, auf jeden Fall uploade. Dann zu einer bestimmten Uhrzeit dann. Schau auf meinem Kanal vorbei, um mehr Videos zu sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1, Schock. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Ich liebe dein Intro, Alter. Ja, weiß ich.